Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Witcher 3 Wild Hunt. Wir waren zuletzt natürlich in Kaer Morhen, aber jetzt sind wir in Skellige. Hä? Illuminati? Nein, natürlich nicht. Wir sind natürlich hier schnell gereist und wie gesagt, haben wir vor, zuerst Hexeraufträge zu machen, bis wir Level 25 sind und dann erst die Hauptquest-Reihe weiterzumachen. Oder wir machen Fragezeichenjagd. 106 Fragezeichen. Das können wir auch machen. Aber ich würde sagen, wir machen es mal ganz einfach und machen hier Hexeraufträge. Erstens verdienen wir da Gold und zweitens gibt es da reichlich EP gegen diese Gegner. Das wird hart, aber wir werden es schaffen. Ich schaue nochmal kurz. Hier, ach so, ja, wir haben ein bisschen was dabei. Naja, müssen wir gucken, dass wir das loswerden. 111 ist jetzt nicht so eine Belastung. 25 Floren, 106 Ohren. Ohren. Ach ja, genau. Ich wollte Schreiber reintun. So. Zack. So. Perfekto. Hallo. Wir wollen natürlich zu dem Typen. Sprich mit dem Dorfältesten in Blandane. Blandare. Der ist hier. Scheint unten im Keller. Oder? Nee, doch nicht. Hallo. Früher gab es auf den. Sei gegrüßt, Hexer. Hallo. Ich bin wegen der vermissten Bergleute hier. Vielleicht kann ich helfen. Was ist passiert? In den nördlichen Hügeln soll es Silber geben. Weil wir Geld für die Langschiffe brauchen, für unsere Überfälle, haben wir einige Kerle geschickt, um nachzusehen. Sie sind nicht zurückgekommen. Ich muss sie wohl suchen. Das wird Zeit und Geld kosten. Solange es nicht zu teuer wird. Schauen wir mal bei 20 vorbei. Ist 20 zu teuer? Bisschen überzogen. Aber bald sind wir uns einig. 15. Ich kann noch ein paar Kronen drauflegen. Zum Besten unserer Jungs. Sei's drum, abgemacht. Ich werde nach ihnen suchen. In den Hügeln gibt es nicht viel Silber, dafür aber Monster. Ich sehe nach, ob die Bergleute auf welche gestoßen sind. Ich danke dir, Hexer. Kein Problem, reise zum Lager der vermissten Bergleute. Das ist ja seltsam. 431. Das wird eine Reise. Plötzlich, bist du ready? Natürlich bist du ready. Ich bin immer ready. So. Dann reisen wir mal. Jetzt ein Stückchen. Das wird eine Reise. Ich bin gespannt, was da für Monsterhausen höchstwahrscheinlich Verschlinger, würde ich sagen. In Minen. Oder Alghule. Alghule, Verschlinger, Moderhäute. Alghule würde ich am. In Minen. Oder Golems. Nee, Golem. Never. Vielleicht einer, aber nicht viele. Maximal einer. Hier haben wir schon Schritte. Fußabdrücke. Menschlich. Dann haben wir es jetzt schon geklärt. Komm schon. Weiße Wölfe. So, was haben wir hier? Wunden von einem stumpfen Gegenstand. Der Schlüsselkorb ist zertrümmert. So, jetzt kommen alle Wölfe hier am Start. Boom. Wölfe sind immer ärgerlich, so. Aha. Hier ist jemand gekrochen, mit gebrochenem Bein. Nicht der Wind hat die Bäume gefällt. Das war etwas anderes. Was Großes. Also ein einzelnes Monster, aha. Zertrümmerte Knochen. Menschenknochen. Jetzt bin ich aber gespannt. Ein Felstroll. Sieht ganz so aus. Ein Felstroll? Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Wie immer beim Kochen. Ein Ogruid. Okay.
werden wir das Ganze mal schlau regeln, indem wir... Ach du Scheiße, schon wieder. Okay. So, Gesellen, bam. Und natürlich das Öl, Okruidenöl, wo haben wir es? Wir haben sogar gutes Okruidenöl, soweit ich weiß. So. So. Aufhören. Ich will reden. Was war das denn? Was war das denn? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Was war das denn? Ich hatte sogar Quen an. Bam, tot. Lol. Alles klar. Alles klar, Digi. Alles klar. Ist ja übelst logisch. Bomben helfen gegen die sowieso nicht. Ach du heilige Scheiße. Ah, toll. So. Zack. Und hier nochmal Öl. Wo ist es? Das. Zack. So. Dann werden wir sowas von nicht überleben. Naja. Was jetzt, du Stück Dreck? Aufhören. Ich will reden. Komm an. Warte, ich will reden. 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 Aber du still. Oder troll dich Wummerwumm wie sie. Genau. Warum hast du bei ihnen Wumm gemacht? Sie im Haus von Troll laufen. Troll sagen raus, Männer. Aber sie Wummerwumm Trollfelsen. Also Troll auch Wumm. Tut mir leid, das kann ich leider nicht zulassen. Was? Was? Level 35? Oh. Wir dürfen uns nicht einmal treffen lassen. Nur so nebenbei. Das wird ein eher schlauer Kampf. War das knapp, Alter. So, 3 Schläge maximal hinterher. Level 35, what the fuck? Er ist am Brennen. Er brennt, oder? Er brennt oder verblutet. Blutungen sind krass, muss ich zugeben. Oh oh. Puh, knapp. Okay, jetzt ist keiner mehr drauf. Können wir irgendwo speichern? Leider nicht. Moment mal kurz, wir haben kein Quen an. Uh-oh.
Er verblutet. Puh. Aber jetzt im Ernst, Leute. Level 27. Empfohlene Stufe 27. Boss Level 35. What the f... Hä? Muss ich das verstehen? Ich verstehe das nicht. 35. Level 35. Ich komme nicht klar drauf. Ich komme nicht klar drauf. Level 35. Und die haben es geschafft. Elf Level. Über uns. Elf Level. Und wir kommen dafür nur 300 Gold. Bitte was? Warte mal kurz. Was wollte ich nochmal schauen? Genau. Jetzt weiß ich wieder, was für ein Schwert gedroppt ist. Warum? Ich verstehe es nicht. Dann droppt da... Es ist ein Level 35er Gegner. Und droppt ein 21er Schwert. Warum? Muss ich sowas verstehen? Ich verstehe es nicht. Also... Beweg dich. Naja. Wir haben es geschafft. Bin fertig damit. Bin gespannt, wie viel EP wir für diesen Hexerauftrag bekommen. Naja. Hoffentlich mehr als... Naja. Gucken wir mal, ne? Aber Alter. Level 35. Oh, alles klar. Das ist echt ein Witz. Level 35, das ist doch echt ein Witz. Das kann nicht sein. Du und Shalma. Wir sind leider noch immer Level 24. Auf 25 freue ich mich hier richtig. Level 36. 26. Früher gab es auf den Inseln kaum Fremde. Okay. Sei gegrüßt, Hexer. Hallo. Ich bin wegen der vermissten Bergleute. Ich habe die Bergleute gefunden. Sie sind in eine Trollhöhle spaziert, während der Troll da war. Hat jemand... Nein, aber der Troll wird keine weiteren Probleme machen. Ein kleiner Trost. Die Belohnung habe ich aber trotzdem verdient. Ja, hier. Ich wünsche dir eine sichere Reise. Natürlich hat er seine Belohnung verdient. Es ging ja darum... Das ist ja seltsam. 200 Erfahrungspunkte. Nur 200 Erfahrungspunkte. Warum nur? Der vermisste Sohn. Da können wir sogar die Belohnung abholen, weil wir den Beast schon besiegt haben. Also wirklich. Der ganz schwierige Beast. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war. Ich glaube, vor 2 Folgen oder so war das. Und ich glaube, wir werden dann auch bald die Nebenquests einfach mal machen. Beispielsweise den Faustkampf, den es hier in Skellige gibt. Den müssten wir auch mal machen. Den Faustkampf, den es hier gibt, auf jeden Fall. Aber 200 Erfahrungspunkte. Warum nur 200? Check ich nicht so. 200 Erfahrungspunkte für einen Typen, der mich fast weggeratscht hat. Oder weggeratscht hätte. Keine Ahnung. Oder was mich auch noch sehr interessiert. Wo finde ich die Katzenausrüstung? Also die restlichen Teile der Katzenausrüstung. Verstehe ich gar nicht. Was für eine Schande als Einkauf. Sei gegrüßt. Hast du Nachrichten? Gute und schlechte. Schlechte. Dein Sohn ist tot. Er wurde von einem Bies getötet. Ich konnte ihn nur noch rächen. Ich hab's ihm gesagt. Sohn, Farö hat noch nie was Gutes gebracht. Bleib zu Hause. Deine Zeit für Abenteuer und Ruhm wird noch kommen. Deine Belohnung. Das Gold hat mir kein Glück gebracht. Möge es dir besser dienen. Ah, der tut mir ein bisschen leid. Freund oder Feind? Naja. So, was haben wir noch hier? An Nebenquests haben wir noch einiges. Und deswegen glaube ich, ich mache mal eine Nebenquest. Was haben wir hier? Frage Udalric, wo Ceres ist. Ach ja, das ist sogar noch für Ding. Das machen wir. Das ist sogar noch für den Ankret, wo Ceres geblieben ist. Das ist wichtig.
Wo haben wir's? Wo haben wir's? Ist das... Was? Wo ist das dann? Da? Alles klar. Die Loge der Zauberin ist eine politische Geheimverbindung der weltweit mächtigsten Magierinnen. Das heißt, Triss ist eine der mächtigsten Magierinnen. Philipp. Keira war auch eine. Die aber... Also, wie gesagt... Ich kann es nur noch mal wiederholen. War... So, egal. Wir werden fragen, wo Ceres ist. Das ist ja die Tochter von Ancret. Ist das der Weideler? Nee, ich glaube nicht. Wir sind gleich fertig. Da tauchte eine riesige Seeschlange auf und biss mir meinen Arm ab. Die Götter haben gesprochen. Sie wollen ein Opfer. In meinen Augen solltest du dich eher der Schlange stellen, Jarl. Nein, sie verlangen ein Opfer. Die Zeit ist gekommen, ich weiß es. Wir brauchen ein deutlicheres Zeichen. Wir warten bis zu deinem nächsten Traum. Ich brauche nicht noch mehr Zeichen. Ich suche Ceres. Sie soll hier gewesen sein. Ancrets Tochter? Ja, sie war hier. Wo ist sie jetzt? Was? Ceres. Wo ist Ceres? Weiß nicht. Keine Ahnung. Schluss mit den Fragen. Ich suche Ceres. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich hoffe, dass sie ins Dorf gegangen ist. Sie hat uns lange nicht mehr besucht und wollte mit unseren Leuten sprechen, aber... Aber? Ich befürchte, dass sie zu dem alten Familiensitz von Jarl Udalric gegangen ist. Ich wollte es ihr ausreden. Der Brockwar-Clan will etwas vor Ancret verstecken? Nein, darum geht es nicht. Die Leute sagen, das Haus sei verflucht. Toll. Ich liebe Geisterhäuser. Warum ist Ceres dorthin gegangen? Sie hatte vorher ein langes Gespräch mit dem Jarl. Sie wollte ihm wohl helfen. Wobei... Verzeih, ich muss zu ihm gehen. Ein vielversprechender Anfang. Wir werden also... Erinnerst du dich noch an den Sturm in der Olsbucht? Ja, als wäre es gestern. Zu dem... Der Junge an... Hexerhaus gehen. Also zu dem Spukhaus. Und schauen, ob Ceres sich dort befindet. Das werden wir sehen. Aber erst, wenn wir da sind. Pass auf, wohin du gehst. Ich bin nicht der, der geht. Mein Pferd geht, du Arsch. So. Oh, ich hasse skellige Wege, wirklich. Die sind fast so schlimm wie die in Kermorhen. Aber die in Kermorhen sind die schlimmsten, auf jeden Fall. Das ist richtig... Bah. Weil dann musst du... Platz, du Hure. So. Frische Fußspuren. Vielleicht von Ceres. Hier stimmt was ganz und gar nicht. Ich hab's gehört. Erscheinungen. Ceres. Nein! Ohnmächtig. Ich muss sie hier rausbringen. Ah, ohnmächtig. Gut. Huh. Was... Was ist passiert? Wo bin ich? Oh, mein Kopf. Der tut so weh. Hast einen Schlag auf den Kopf bekommen. Geralt, warum bist du hier? Ich suche dich. Dein Vater macht sich Sorgen. Ich bring dich nach Hause. Ich gehe erst, wenn ich Udalric geholfen habe. Das Schwert. Wo ist das Schwert? Ich muss zurück. Du gehst nirgendwo hin. Ich hab dich gerade erst halbtot hier rausgeholt. Ich muss... Du musst mir erzählen, was passiert ist. Warum bist du da reingegangen? Ich wollte Udalric helfen. Ja, was helfen? Er hat sich etwas merkwürdig benommen, aber ich weiß nicht, wie ihm dein Spaziergang durch ein Geisterhaus geholfen hätte. Hätte ich das Schwert gefunden. Was hat es mit dem Schwert auf sich? Das ist Brockwar, das Ahnenschwert von Udalrics Clan. Ich brauchte es, um den Fluch von Udalric zu nehmen. Welchen Fluch? Lange Geschichte. Vor vielen Jahren haben sich Udalric und sein jüngerer Bruder um das Schwert gestritten. Nach der Tradition gehört das Clanschwert dem erstgeborenen Sohn, Udalric. Aber sein Vater hat es seinem jüngeren Bruder Aki vermacht. Oha,
Eine schwere Beleidigung in dieser Gegend. Schwer genug für Udalric, um ein heiliges Gesetz der Skelligen zu brechen. Er hat die Entscheidung des Vaters öffentlich hinterfragt. Das konnte der alte Jarl wohl nicht durchgehen lassen. Sie haben Udalric an einen Pfahl gebunden und bis zur Hüfte im Meer versenkt. 3 Tage lang. Und danach sind Aki und er fischen gefahren. Die Fahrt ist wohl nicht gut ausgegangen. Richtig. Es gab einen Unfall. Ein Sturm brach los und Aki ging über Bord. Udalric hatte mit den Segeln zu tun und seinen Bruder erst gehört, als es zu spät war. Hörte ihn nicht oder wollte ihn nicht hören? Manche Insulaner hatten dieselben Zweifel, aber niemand hat sie ausgesprochen. Glaubst du, dass Udalric seinen Bruder getötet hat? Was glaubst du? Hat Udalric Aki getötet? Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber eines weiß ich. Was auch immer an jenem Tag auf dem Meer passiert ist, beeinflusst Udalric noch heute. Und es könnte etwas mit dem Schwert zu tun haben. Was willst du mit dem Schwert machen? Ich glaube, Akis Geist will es zurückhaben. Der Geist des Bruders? Seit ich denken kann, hat das Inselvolk in Udalric immer den Auserwählten gesehen, zu dem die Götter sprechen. Das habe ich auch mal geglaubt, aber jetzt, angesichts bestimmter Umstände, er ist einfach besessen. Und es ist sein jüngerer Bruder, der ihn heimsucht. Du meinst, Aki rächt sich, weil Udalric ihn hat sterben lassen? Ich habe mit Hjord gesprochen. Der schwört, dass Udalric erst seit Akis Tod Stimmen hört. Und ich glaube nicht, dass Hjord falsch liegt, denn er kennt die beiden von klein auf. Vielleicht lässt Aki von Udalric ab, wenn wir ihm Brokwa geben. Keine schlechte Idee. Vorausgesetzt, wir haben es mit einem Geist zu tun. Aber irgendetwas stimmt da nicht. Was denn? Aki ist auf See ertrunken, sagtest du. Aber es spukt hier in diesem Haus. Aki und Udalric haben hier beide gelebt. Vielleicht deswegen. Nein. Danke für deine Hilfe, Geralt. Aber ich muss das Schwert holen. Du gehst da nicht rein. Kommt nicht in Frage. Ich hole es. Wirklich? Danke. Dann kann ich zu Udalric gehen. Nein, du bist zu schwach. Vielleicht kippst du unterwegs wieder um. Warte hier. Wir gehen zusammen. Das ist wirklich so. Es kann nicht sein, dass hier... Dass das der Geist von... Never. Das, was hier ist, ist niemals der Geist von Aki, wenn Aki im Wasser gestorben ist. Ist halt irgendwie irgendwo eine Erscheinung. What the fuck? Die Tür ist einfach... What the fuck? Es ist also im Keller, aber hier ist nichts. Hier ist auch keine Erscheinung, die sich mir offenbart. Benutzt du es? Nee? Okay. Jetzt sind hier Erscheinungen. Ich höre es. Ist hier. Offenbar dich Erscheinung und du wirst sterben. Was war denn das? Interessant. Interessant. Was auch immer das war, vielleicht war das Aki, was ich aber nicht glaube. Vielleicht steckt auch irgendjemand anderes dahinter. Vielleicht ist es auch gar kein Geist, ich weiß nicht. Werden wir rausfinden irgendwann. So, Ceres. Hast du das Schwert gefunden? Ja. Ja, ich hab's. Gehen wir. Also, nach dir. Du und mein Vater, ihr wart mal Freunde, nicht? Ich hoffe, wir sind es noch. Ja. Aber, also, ich habe gehört, dass ihr euch zerstritten habt wegen irgendwas oder irgendwem. Nee. Meinst du die Geschichte mit Yennefer? Oh. Das ist schon lange her. Es war, bevor dein Vater deine Mutter getroffen hat. Aber du und Yennefer kanntet euch schon. Tja, mit Yen waren die Dinge nie in trockenen Tüchern. Was ist an ihr? Was zieht dich zu ihr hin? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich einfach nie für Bequemlichkeit und Ruhe entschieden. Ich hätte einen Festländer heiraten können.
Wo ist Yennefer? Ich weiß nicht. Warum fragst du? Doch, er weiß es. Ich staune nur, dass sie dich alleine hat herkommen lassen. Wie meinst du das, lassen? Nichts, gar nichts. Ich hatte nur den Eindruck, dass sie dich nicht gern aus den Augen lässt. Schau, da sind sie. Schrecklich hell hier draußen. Schmerzt in den Augen. Die frische Luft wird dir gut tun. Die Götter werden nicht erfreut sein. Ja, unsere Gäste, weißt du noch? Ich habe euer Gespräch zufällig mitbekommen. Keine Sorge, das war nicht geheim. Auf den Inseln weiß jeder, dass Jarl Udalrik die Stimmen der Götter hört. Diese Stimmen, die du hörst. Die Götter, ihre Stimmen. Es ist wahrscheinlicher, dass es hier um deinen toten Bruder geht. Ich habe Geralt von Aki erzählt. Wir glauben, dass... Dass die Götter dir wegen deines Bruders zürnen. Du musst dich entschuldigen. Und zwar bei Aki. Ich wollte nicht. Aki ist ins Wasser gefallen. Die Götter werden wütend sein. Lass mich dir helfen. Ich verspreche, ich passe auf, die Götter nicht zu erzürnen. Hör auf den Hexer, Jarl. Versöhne dich mit Aki. Das wird die Götter gewiss erfreuen. Was soll ich denn tun? Weißt du noch, wo Aki ins Wasser gefallen ist? Am Ostende der Insel, vor der Bucht. Die Strömung hatte uns zu Ululas Nadel getrieben. Dort ist es gefährlich. Die tückischen Strudel kosten immer wieder Seeleuten das Leben. Wir müssen hinsegeln. Akis Geist wird nicht ruhen, ehe das Schwert zu ihm zurückgekehrt ist. Nein, 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 nein! Die Götter werden zürnen. Ich spüre es. Keine Angst, Jarl. Die Götter lieben dich und haben Aki geliebt. Bestimmt wünschen sie dies. Vielleicht kann ich hinsegeln. Das Schwert muss zurückgebracht werden. Aber wer das tut, ist nicht entscheidend. Wonach soll ich suchen? Trug Aki etwas, woran ich ihn erkennen kann? Etwas, das die lange Zeit unter Wasser überstanden haben kann? Ja, den Ring unseres Clans. Das müsste reichen. Ich breche auf. Okay, legt Brokwa zu Akis Dings das. Wir rutschen hier natürlich wieder, hier, wir snowboarden die Hügel entlang, so. Hopp. Den Weg schwimmen möchte ich jetzt nicht, wir nehmen uns hier das Boot. So. Und hopp. Und jetzt. Segeln wir bis dahin. Ertrunkene. Ah. Hier muss es sein. Ich frag mich, ob das was gebracht hat. Zeit, zu Udalrik zu gehen. Nein. Wir werden uns jetzt nicht mit... Ach, komm mal die Fresse. Wir werden uns jetzt nicht mit Sirenen abhalten.
dauert zu viel Zeit. Na und? Ist mir doch egal. Tch. Warum haben wir kein Motorboot geholt? Funny. Richtig lustig. So. Zack. Perfekt. So. Und ab zu... Was war das denn? Was war das denn? War das Udalric? Der Junge an Kreid. Was ist jetzt passiert? Was ist los? Jetzt kommt's. Udalric, die Stimmen haben ihm befohlen, sich das Auge rauszureißen. Was? Hä? Warum hast du das gemacht? Es war der Wille der Götter. Ein Opfer für Aki. Sein Ernst jetzt? Was genau wollten die Götter? Erinnerst du dich? Was haben sie dir gesagt? Sie waren zornig. Eine Stimme sagte, du elender Wicht hast Aki nicht geholfen und jetzt segelst du nicht zu ihm und bittest um Vergebung. Reiß dir das Auge raus, leide und büße für das, was du angerichtet hast. Wann haben die Götter zu dir gesprochen? Gleich nachdem ich weg war? Kurz danach. Ich wurde müde und legte mich hin. Da offenbarten sie mir ihren Willen. Schläfst du immer, wenn sie mit dir reden? Immer. Und was siehst du dann? Rufen sie dich an einen bestimmten Ort? Zu meinem alten Zuhause. Sie befehlen mir, Fackeln zu entzünden und sprechen aus den Schatten. Das sind keine Götter. Das sind keine Götter. Du sagst, die Götter sprechen aus den Schatten. Erlaubst du darum hier drinnen kein Licht? In den Träumen sehe ich manchmal ihre Form, wenn die Fackeln hell brennen. Es ist eine große Ehre, die Götter zu sehen. Würdest du sie vielleicht mit mehr Licht auch sehen, wenn du wach bist? Einfache Menschen sind nicht würdig, in ihr Antlitz zu schauen. Verlangen die Götter immer, dass du ihnen dein Leid anbietest? Allein das gefällt ihnen. Und sie verlangen ständig mehr. Haben die Götter dir schon mal ihre Form gezeigt? Oder sind sie immer nur Schatten? Einmal nahm ich im Traum allen Mut zusammen und ließ die Fackel heller brennen. Da saß eine verschwommene Gestalt in den Schatten. Hm. Ich habe das Schwert hingebracht, doch nichts hat sich geändert. Es ist nicht der Geist seines Bruders, der ihn plagt. Was ist mit ihm los? Können wir unter vier Augen reden? Im Gästezimmer. Komm. Ich glaube, ich habe es auch gesehen. Hä? Ist er besessen? Er ist besessen, oder? Und? Weißt du, was es ist? Ein Him. Eine Postkonjunktionskreatur. Sehr selten. Sehr gefährlich. Hängt sich an Menschen, die üble Taten begehen. Sie nähert sich von ihrem schlechten Gewissen und verstärkt es. Am Ende zwingt sie das Opfer zur Selbstverstümmelung. Klingt unschön. Kann man sie loswerden? Es gibt zwei Methoden, theoretisch. Man kann versuchen, sie zu täuschen. Angeblich kann man einen Him überlisten. Man muss so tun, als hätte man etwas Furchtbares vor. Dann springt er auf einen über. Wenn er merkt, dass er betrogen wurde, muss er gehen. Toll. Versuchen wir es. Ich kenne niemanden, dem das gelungen ist. Vielleicht waren die Täuschungsmanöver nicht gut genug. Und die andere Methode? Im Hexerbestiarium heißt es, dass man eine Nacht im Lager des Hims verbringen muss. Mit dem Betroffenen. Also im Geisterhaus?
Gemütlich dürfte das zwar nicht werden, aber ich wette, du hast schon schlechter geschlafen. Ums Schlafen geht es nicht. Man muss den Him heraustreiben. Er muss aus den Schatten kommen und sich zeigen. Sonst kann man ihm nichts anhaben. So ganz ohne ist die Kreatur wohl nicht. Ja. Du hast Udalric ja gesehen. Der Kampf wird nicht einfach. Ich weiß, du hast Zweifel. Aber wir sollten wenigstens versuchen, den Him zu täuschen. Ja, das ist vielleicht so. Ist das nicht so einfach, wie es scheint. Perfekt sind beide Methoden nicht. Wie meinst du das? Udalric überlebt es vielleicht nicht. Es ist sehr schwierig, einen Him zu überlisten. Der Him ist ein Dämon und die sind bekanntermaßen schwierig zu täuschen. Außerdem darf der Lockvogel nicht wissen, dass er einer ist. Was? Der Him greift Leute mit schlechtem Gewissen an, die überzeugt sind, schlimm gehandelt zu haben. Der Him verstärkt ihre Reue und nährt sich davon. Das heißt, wenn der neue Wirt keine echte Reue empfindet, spürt der Him das. Ah, das heißt, wenn einem von uns was einfällt, kann er dem anderen nichts davon sagen. Genau. Und was ist mit der anderen Methode? Udalric überlebt eine Nacht im Lager des Hims vielleicht nicht. Du meinst, der Him versucht, Udalric zu töten? Nein, dann wäre er ja seinen Wirt los. Es ist möglich, dass es Udalric einfach nicht übersteht. Er ist schwach, das Haus weckt schmerzliche Erinnerungen. Für den Him ist das eine Gelegenheit. Je mehr Schmerz der Him seinem Wirt bereitet, desto stärker wird er. Und umso gefährlicher wird er für dich. Beide Methoden scheinen riskant. Trotzdem bin ich für die List. Ich bin noch nicht überzeugt. Sag bitte nicht, dass du auch solche Dinge mit Yennefer besprechen musst. Wenn uns nichts einfällt, können wir immer noch die Hexermethode probieren. Ja, deswegen, ich würde auch zuerst die List machen. Wie war das mit Yennefer? Es kann wohl nicht schaden, die List zu versuchen. Gute Entscheidung. Der einzige Ort, an dem sowas funktionieren kann, ist das Geisterhaus. Das Lager des Hims. Also, nach dir. Brechen wir auf. Kein Grund zum Trödeln. Aber Undvik muss doch dabei sein. Oder müssen wir einzeln da stehen und dann muss einer sagen, yo, wir werden jetzt hier, ne? Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich aber richtig gespannt. Der Wind heult. Solide Handwerkskunst. Der Ofensetzer muss vom Festland gewesen sein. Wir sind ein Hexer. Wir haben schon viel, ich sag jetzt mal, Scheiße gebaut. Viele getötet. Sehr viele getötet. Was? Was? Warum? Ciri. Nein, das ist unmöglich. Das ist doch unmöglich. Verdammt. Du willst mich abschrecken. Gut, du hast also Angst. Du hast also Angst. Interessant. Hä? Zerbrochen. Udalric hatte wohl Angst, die Kreatur hinter sich zu sehen. Eine alte Wiege. Hat sicher Udalric oder Aki gehört. Geralt! Was passiert? Ist dir was eingefallen? Ja, ich habe einen Plan. Könnte sogar klappen. Geht's etwas genauer? Du musst hier auf mich warten. Wird nicht lange dauern. Sonst nichts? Du hast es selbst gesagt. Du darfst die Details nicht wissen. Du musst mir vertrauen. Ich vertraue dir. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Hoffe ich auch. Und, können wir anfangen? Fangen wir an. Ich bin bereit. Na schön. Ich bin bald zurück. Mach so lange schon mal ein Feuer an. Okay, jetzt bin ich aber echt gespannt.
was passieren wird, was sie vorhat. Sie rennt zum alten Haus! Schnappt sie! Nimm ihn! Du musst ihn in den Ofen legen, vertrau mir! Vorsicht, tut dem Kleinen nichts! Gib mir das Kind! In den Ofen! Wirf ihn in den Ofen! Ist das das Richtige gewesen? Das ist die Frage. Blut! Zurück! Ich töte ihn! Das ist eine Art Mutant! Scheiße! Da ist er. Der Hexer hat nichts getan. Du findest hier weder Reue noch Schuld. Nur Schock und Erleichterung. Du wurdest getäuscht und musst gehen. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Es ist vorbei. Vorbei? Wir haben den Him reingelegt. Er dachte, ich hätte dein Kind getötet und wollte mich besetzen, um sich an meinem Gewissen zu laben. Aber als er sah, dass das Kind wohlauf ist, musste er gehen. Du bist frei, Jarl. Frei! Der Him ist weg. Und damit auch die Stimmen, die dich gequält haben. Verschwinden wir von hier. Ein Him. Was ist los? Mir ist schwindelig. Drehe mich wie in einem Strudel. Geralt, du sagtest, es sei vorbei. Das ist nur die Erschöpfung. Er wird sich erholen. Was mache ich denn jetzt? Du wirst dich erholen. Hauptsache, du bemitleidest dich nicht. Mir ist, als wurde mir etwas abgerissen. Kein Wunder. Der Him war ein Parasit. Die Bindung an den Wirt kann sehr stark sein. Darum fühlst du dich jetzt so leer. In ein paar Tagen oder Wochen geht es dir wieder gut. Danke. Glaub ich. Leb wohl. Glaub ich. Kein Problem, glaub ich. Leb wohl. Ich hätte nicht erwartet, dass wir... Das war echt so... Ich habe ihr vollkommen vertraut, deswegen habe ich es gemacht. Ich gehe mit ihm. Er scheint verwirrt. Gute Idee. Und dann? Was hast du vor? Ich bleibe ein paar Tage und schaue, dass es ihm gut geht. Und du? Bleibst du auf Spikarok? Weiß ich noch nicht. Muss drüber nachdenken. Yennefer ist bestimmt schon ungeduldig. Was hast du gegen Yennefer? Du hast sie schon mehrfach erwähnt. Nichts. Mir fällt nur auf, dass ihr häufig einer Meinung seid. Du meinst, ich bin ein Pantoffelheld? Das ist nichts Besonderes. Passiert wohl allen Männern. Ob skelliger Raubein, tapferer Ritter oder zäher Hexer, am Ende lassen sich doch alle um einen Frauenfinger wickeln. Obwohl ich zugebe, dass du kein totaler Reinfall bist. Du hast mir vertraut, einer Fremden. Den Mut hätten nicht viele gehabt.
Wäre nett, wenn du das nicht rum erzählst. Sonst meinen die Leute noch, ich würde drauf stehen, dominiert zu werden. Leb wohl, Geralt. Mach's gut, Ceres. Wir haben es dann... Könntest du aufhören, mich wegzudrücken? Dankeschön. Wir haben es geschafft. Sehr interessant. Sehr interessant. Wir bekommen sogar eine Belohnung von Ankret. Ist das dein Ernst? Dein Ernst? Was haben wir noch für Quests? Das Herz des Waldes. Gwent, voll kompletter Bring das gestohlene Hort zu Matthias. Also wir haben da. Gwent ist kompletter Scheiß. Da. Das machen wir nächste Folge, Leute. Wenn es heißt, die Leute im Faustkampf zu besiegen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Witcher 3, wenn es heißt, die Leute mit fliegenden Fäusten zu bewerfen. Bis dann.